es schwirrt ja das Wort von der Einzelhaft am Klavier durch den Raum, da gibt es ja auch ein Buch drüber und dem wollen wir eigentlich entgegenwirken. Die sollen sich untereinander kennen und sich nicht einsam fühlen, wenn sie jetzt also alleine Klavier üben oder alleine Klavier spielen, sondern dass sie auch bei unseren Veranstaltungen dann miteinander spielen. Das Miteinanderspielen stand beim Jubiläumskonzert des Pianopodiums im Vordergrund. Bei einem abwechslungsreichen Programm präsentierten junge und jung gebliebene Mitglieder ihr Können. Es hat uns unheimlich gut gefallen, dieses Spontane, dieses Lebendige, dieses Unkonventionelle war richtig erfrischend für Herz und Seele. Schon seit 30 Jahren fördert der Verein Pianopodium die Ausbildung junger Pianisten. Die Mitglieder veranstalten regelmäßig Konzerte und Wettbewerbe. Wichtig ist dabei immer das gemeinsame Musizieren. Und auch beim Jubiläumskonzert spielten die Pianisten nicht ausschließlich alleine, sondern auch mit eher ungewöhnlichen Instrumenten. Ein Highlight des Konzerts war der traditionelle koreanische Trommeltanz, aufgeführt von der Klavierschülerin Ena Hahn. Thema des Abends war ja rund ums Klavier und ich habe mir überlegt, was könnte man um das Klavier machen. Und da kam ich auf Caravan von Duke Ellington und habe gedacht, okay, mache ich Caravan Around the Piano. Vom Trommeltanz ging es direkt mit Schlagwerk weiter. Das Trio um Franck Dupré präsentierte jazzige Rhythmen mit vollem Einsatz auf der Bühne. Also es war richtig Energie, es war Freude und wir hoffen, es hat sich auch ein Stück weit auf die Zuhörer übertragen. Die Intention von Franck Dupré? Die Reise ums Klavier drumherum. Natürlich kann man das am Klavier selbst machen, aber man kann auch noch Instrumente dazu nehmen. Und deshalb habe ich Schlaginstrumente um das Klavier drumherum gestellt und Musik gemacht, einmal drumherum. Von so viel Energie auf der Bühne war das Publikum vollkommen fasziniert. Also total begeistert war ich. Es war einfach fantastisch. Ein solches Programm und keine Minute war es langweilig und so vielseitig und es war einfach überwältigend. Überwältigt waren die Zuhörer besonders von den jungen Nachwuchstalenten. Charlotte Kaiser spielte eine Eigenkomposition, die sie extra für den 30. Geburtstag des Pianopodiums geschrieben hat. Eine Besonderheit des abwechslungsreichen Programms waren auch die Stücke für mehrere Pianisten. Damit verabschiedete sich das Pianopodium endgültig von der Einzelhaft am Klavier. 16 Hände an 2 Klavieren. Eine einzigartige und mitreißende Darbietung. Beim Jubiläumskonzert folgte ein Höhepunkt auf den anderen. Die Maria Elisabeth Lott ist eine phänomenale Weltklasse-Geigerin und jeder will mit ihr spielen, aber sie kann nicht so viele Pianisten verbrauchen. Und jetzt machen wir es so, das Stück hat genau 12 Saiten und da spielt jeder eine Saite.
Ein durchaus gelungenes Konzert ging zu Ende. Und auch Sohntraut Speidel war begeistert über das Engagement ihrer Schüler. Ja, es ist für mich insofern eine Freude, als ich sehe, dass die Musik doch wächst und gedeiht, trotz vieler Schwierigkeiten. Die Kinder müssen ja heute oft noch Nachmittag in der Schule sitzen. Und es ist dann sehr schwer, sich aufzuraffen, die Energie zu haben, noch zu üben. Und wenn man nur am Wochenende übt, das bringt es ja nicht. Also die üben dann praktisch jeden Tag auch noch neben der Schule in den Arbeiten, was sie da alles haben. Die bewundere ich schon.